Harry sagt Hallo und guten Tag zur Realität heute am 30. Mai 2023. Ja, ein kurzer Besuch hier bei der Fiesta de San Fernando. Das geht erst abends los. Die Vorbereitungen sind abgeschlossen und am Tag ist hier Ruhe und nicht viel los. Autoscooter sind auch schon geöffnet, die Abdeckkappen sind weg, die Fahnen wehen. Ja, aber heute Abend, da ist richtig was los. Laut, gute Musik, ja gut, laute Musik vor allen Dingen. Und dann die Straße bis runter zur Kirche und zum anderen Kreisel. Wir halten nochmal schnell auf der anderen Seite und hier kommen ja auch schon die ersten, ich sag Canarios, mit ihren Trachten, mit ihren Anzügen, mit ihren, ja, kanarischen Kleidungsstücken hier zum Beispiel. Und ja, so wird das dann jetzt auch vielerorts gemacht. Es wird gefeiert, es wird gezeigt und ja, die freuen sich. Ich gehe jetzt noch eine Runde weiter und dann geht es nochmal zum Wasser. Ja, und so schaut das von der anderen Seite aus. Hier ist es noch ein bisschen laut. Hier ist ein Kompressor, der gerade läuft. Also hier fängt das dann auch richtig an. So, ich sage mal in 2 Stunden etwa, dann ist hier auch richtig was los. Betrieb, dann wird die Straße hier gesperrt. Jetzt darf man sogar noch Anlieger mit dem Auto reinfahren, aber dann ist Schluss. Alles weitere bei der Conny Canarias, heute Nachmittag schon erschienen, das Video. Also für alle, die es besuchen wollen, viel Spaß auf der Fiesta de San Fernando. So, hier am Don Miguel Kreisel, da fangen wir an. Ich nehme euch ein bisschen mit, da hat zwar ein bisschen Wind, aber es wird schon irgendwie funktionieren. Mikro ist fest, Kamera ist fest, hier ist gut was los, viele Autos unterwegs. Es ist nicht der Badetag heute, also auch nicht ganz so warm. Ich schätze mal so 25 Grad. Viele sind unterwegs, die hasten alle von A nach B. Und wir fahren jetzt hier mal, also der Sonne entgegen wird schwierig sein. Denn was ich so gesehen habe, scheint hier nirgendwo jetzt die Sonne, aber wir machen uns mal auf den Weg. Ja, die Avenida Tirajana am Tanife vorbei. Da vorne ist es freundlicher, hinter mir sind die dicken, dunklen Wolken, aber wir fahren auf jeden Fall nach vorne. Ich bin schon wieder fast versucht, zum Rio Palas zu fahren, aber nein, ich glaube, das mache ich nicht. Das Hotel Rio, das machen wir morgen. Da fahren wir morgen lang. Was macht die? Die Laterne festhalten? Nein, die möchte darüber gehen. Gut, dann fahren wir. So, wir biegen jetzt nach links ab. So, hier Richtung Principado. Eigentlich wollte ich ja am Strand spazieren gehen, aber tja, irgendwie war mir danach ein bisschen was anderes zu sehen. Wir fahren jetzt hier mal nach links und dann runter zum Strand.
So, jetzt geht's da vorne über den Kreisel hier am Jumbo und dann rechts runter zum Strand. Ja, hier ist der Parkplatz vom Jumbo Center. Und hier ein sehr bekanntes Apartmenthaus Atlantis. Hier gab es auch früher mal das fränkische Restaurant. Viele, viele Jahre. Schöne große Apartments hier, sehr zentral. Oh, ein alter Goldwing, eine Honda. Auch eine Rarität. Avenida Achter del Marzo heißt die hier. Parafarmacia auch geschlossen. Ja, hier muss man ab und zu mal langfahren, dann sieht man auch wieder mal etwas Neues. Die Apartamentos Australia und Europa hier. Die sind nicht ganz so beliebt, weil man da wenig Sonne hat. Ja, beim Buchen, beim Überwintern auch immer drauf achten, Sonnenseite. Einige kommen da ja im Frühjahr hin und sehen den Balkon oder die Terrasse in der Sonne und zum Überwintern sieht das dann anders aus. Es gibt Bungalows und Apartments, die haben gar keine Sonne. Also das ist auch ein wichtiger Punkt, Kriterium. So, jetzt kommt ja auch mal die Straße mit runter zum Strand. Vielleicht der ein oder andere auch noch nicht so oft gelaufen. So, und ich halte hier mal kurz an, vor unserem Kleinwüchsigen hier. Lass mal die Autos vorbei. So, am Sandy Beach hier vorbei, haben wir ja auch schon mal drüber berichtet. Ja, der Klaus hat gegrüßt, wir grüßen zurück. Klaus ist auf dem Weg nach Frankfurt, wird da schon angekommen sein. Und dann geht es morgen nach Punta Cana. Da freut er sich schon ein halbes Jahr drauf. Und hoffentlich berichtet er auch viel in seinem neuen YouTube-Kanal. Klaus reist rum. Ja, die haben es alle unheimlich einig hier. Die Taxifahrer versteht man. Oh, hier ist ja noch mehr Wind wie oben. Das ist ja auch nicht geplant. So, hier vom Hotel Sahara Playa ein kurzer Stopp. Diese Straße hier, das war auch eine, der hat nicht damit gerechnet, dass dieser Untergrund der Steine so schnell nachgibt. Oh, Dia de Canarios, die Musik hört man hier aus dem Hotel, auch in den Hotels werden die Menschen drauf eingespielt. Ja, am Parkplatz unten lang zu fahren hat wenig Sinn. Ich schaue mal hier einen kleinen Stopp zu machen, einzulegen.
fahren wir mal erstmal einmal die Kurve hier rum. Strand mal von der anderen Seite. Ja, nicht das typische Badewetter. Aber anhalten, das muss schon mal sein. So, und dann gehen wir jetzt einfach mal auf Richtung Sonnenschirme. Ja, heute Morgen habe ich gesagt, wenn man die Schirme sieht, liegen von der anderen Seite, dann ist man an der Punta. Und da vorne ist sie, die Punta, an der ich heute Morgen stand und das gesagt habe. Ja, auch in Maspalomas heute keine Sonne, also ist es egal eigentlich, wo ich hingefahren wäre. Die verbringen ihren Dia de Canario. Canaria. Hallo, guten Tag. Hier am Strand. Ja, das Meer ist doch wesentlich unruhiger wie heute Morgen durch den Wind, ganz klar. Ja, hier der Blick Richtung San Agustin. Und hier dreht es, wie ich schon berichtet habe, mit dem Aufzug. Hier ist der Aufzugschacht, hier direkt vor dem Rotkreuzauto nach oben, die erste Etage, zwei Stockwerke, und dann geht es mit dem anderen Aufzug über der Terrasse. Hinten geht es dann nach oben. So, dann fahren wir weiter, ohne Stopp. So, ich hoffe, dass alles noch so passt. Mal sehen, ob ich mich da irgendwo hinstellen kann. Hier sind ja Mopeds, da werde ich noch dazu passen. Aber sicher doch. So einfach mal eintauchen in das Strandgeschehen. Ja, so oft komme ich ja auch hier nicht hin in die Gegend hier. Ich nehme ja das Mikro jetzt in die Hand. Parafarmacia. Die Supermärkte, die Souvenirgeschäfte. Ich würde sagen, ich gehe mal hier. Ja, so sieht es hier aus in Playa de Ingles am Strand.
Und die erste Musik höre ich schon, die ersten Sänger, Künstler, was mir ja jetzt nicht unbedingt das Wichtigste ist, aber die sind eben da. Also wenn man Unterhaltung möchte am Strand, dann kommt man hierher nach Playa del Inglés. Maspalomas ist hier die Buchstaben, also es gehört ja als Gemeindebereich Maspalomas. So, ein Sänger, der bereitet sich wohl gerade vor, aber keine kanarische Folklore, nein. Da ist eher was anderes angesagt. So, da lassen wir den mal seitlich liegen. Ja, wir konzentrieren uns hier aufs Wasser und nicht auf die Musik. So, und das sieht dann hier so aus. Die meisten gehen aber jetzt zurück, die kommen, denen ist es vielleicht doch ein bisschen zu frisch. Ja, es gibt sie noch, die großen Kuchen und Torten hier. Schaut sehr gut aus hier. Ja, alles zu erwähnen, was hier so ist, das würde jetzt den Rahmen sprengen. Ihr seht dasselbe. Frischen Fisch, Sandwiches, Thunfisch frische. So, dann werden wir mal überholen. Gibt einige, die haben sehr viel Zeit. Hier gibt's Beachwear, also die Strandsachen, Bikinis. Und die Spiellokale. Ab 18 geöffnet. Auch gut besucht, sehe ich gerade. So, auch hier wird Musik vorbereitet. Ja, hier schaut es ein bisschen wüst aus an der Stelle. Hier wird gebaut, umgebaut. Und ich gehe da lieber wieder zurück. Das brauche ich nicht weiter. Ja, hier ist auch Schatten. Wir gehen jetzt mal hier links. Erst schauen wir hier nochmal runter zum Strand. Also eindeutig noch viel Platz am Strand heute am Feiertag am 30. Mai. Dann schauen wir uns das mal von dieser Seite an. Also hier gibt es alles zu essen, von Hummer bis zur Pizza. Gutes Eis an allen Ecken und Enden. Ja, das ist hier das Café Mozart. Hier kostet ein Liter Sangria 8,90 Euro. So, das war mein Abstecher zum Strand hier. Alle 4 Wochen muss das mal sein, damit man ja auch mal was Neues wieder erkennt, falls es was Neues gibt. Und wir fahren aber jetzt noch eine Runde. Ich nehme euch noch mit nach oben.
So, alles wieder fest. Kamera noch ein bisschen ausrichten und jetzt müsste es wieder funktionieren. Ja, also für mich lieber dann doch ein bisschen was Ruhigeres. Hier wird rechts im Hotel auch richtig gefeiert. So, und wir fahren jetzt hier am Sandy Beach rechts vorbei. Am Apartmenthaus Los Elefantos. Hier ist übrigens Free Motion, hier kann man gute Fahrräder mieten. Apartmenthaus Faisan hat auch schöne Apartments hier. So, und da oben das KUKA. Ja, einer hat mal geschrieben, nie wieder. Also ich habe Bekannte, die haben da ein Apartment. Das ist so schön in der oberen Etage. Das ist ein Wahnsinnsblick. Tiffany's war hier. Wer kennt noch das Tiffany's? Meine Güte, alte Namen. So, und ja, sind wir jetzt schon wieder hier. Wir fahren jetzt hier mal links. Und da vorne rechts und dann geht es schon wieder Richtung Maspalomas. Atendana hier bei der, auf der rechten Seite, das sind die Apartments, die Bungalows, Entschuldigung, mit Garagenplätze. Manche haben da auch ein Apartment draus gemacht. Ja, mich würde es gar nicht wundern, wenn es noch ein bisschen nieseln würde. Könnte ohne weiteres auch sein. So, vorbei an unserem griechischen Lokal. Greek Village, ein sehr gutes griechisches Restaurant. Ja, und dann sind wir schon wieder fast auf der Avenida Tirachana. So, und hier direkt schon wieder das Don Miguel.
So, und da sind wir wieder, unser Ausgangspunkt. Und jetzt geht es ganz einfach, ja, für mich nach Hause und dann geht es noch ein bisschen mit zu Fuß unterwegs. Ich verabschiede mich hier und sage hier an dieser Stelle vor dem Apartmenthaus Tanife, hasta luego, macht's gut, bleibt gesund und bis demnächst.